russische Variante bei den Polen an der Stelle schon mal in Frage zu stellen, ob das wirklich aufgehen wird. Denn das war ja der Plan. Die einzige Mannschaft, die den Besten am Anfang hat und nicht am Ende. Das waren die Polen. Jetzt Daniel André Tande. Das Trikot, der Skiflug-Weltmeister von 2018, haben sie alle an, die Norweger. Ist auch immer besser geworden, der Tande. So ist es ja nicht. Und auch der ist dabei. Sichert den Norwegern auch hier in dieser ersten Runde des ersten Durchgangs ein Mitspracherecht auf jeden Fall um den Titel. 227,5 Meter für Tande. Ja, Norwegen ist ein... Die haben einen hohen Teamspirit und das sind großartige Skiflieger. Das war jetzt auch einer der besten Flüge vom Ex-Weltmeister und die werden heute wirklich fighten. Schön zu sehen, wie er jetzt fliegt, wie er ihn trägt, wie er den Polen da einstellt. Ja, sehr stark. Daniel André Tande, seinen Titel, seinen Einzeltitel konnte er nicht verteidigen hier an den letzten zwei Tagen. Aber hier im Team, da soll das was werden. Nachdem sie alle ihren Vorfang im norwegischen Team... Die große Unbekannte zurzeit hat ein Dutzend Mal und mehr die 250 Meter überflogen. Aber davon ist er hier weit entfernt gewesen. Auch immer ein bisschen langsamer, gleich am Start. Das sieht besser aus als zuvor. Einer seiner besseren Flüge hier. Aber so richtig beitragen zu einem soliden Punktepolster kann er damit auch nicht. 217 Meter für Johan André Forfang. Hat ein bisschen den Sprung umgestellt über den Sommer, ist hier zu spät, damit kriegt er zu wenig Drehung. Das, was er normalerweise sehr gut macht beim Skifliegen, und da merkt man ähnlich wie bei Aschenwald, dass er in der Luft zwar sehr hoch ist, aber eher langsamer wird zur Landung hin. Aber trotzdem, er hat jetzt gespürt, was diese Kleinigkeit, die fehlt. Ja, Granerud ist da durchaus angetan von diesen 217 Metern. Sie rutschen zurück auf Platz 2. Der Steckauer hat die Polen jetzt in Führung gebracht mit 14 Punkten. Alles noch. Mit Rückenwind hat er jetzt auch zu tun. 226 Meter braucht er für die Führung. Robert Johansson. Kurz nachgehalten da oben. Damit der Ski in Körpernähe bleibt. Der kommt nicht ran. Der kommt nicht ran. Und dann gehen die Deutschen jetzt vor der letzten Gruppe hier als Führende ins weitere Rennen. Das war nicht ohne weiteres so zu erwarten, aber Konstantin Schmid und Pius Paschke haben dazu deutlich beigetragen. 220 Meter für Johansson. Ja, da kommt der Ski sehr spät. Er hat auch unten beim Rausfahren sofort einen Blick auf die rechte Bindung nach hinten gemacht. Er hat so das Gefühl gehabt, dass da bei der Bindung was geklemmt hatte, was aber nicht der Fall war. Er hat einfach ein bisschen übertrieben. Zu viel Richtung beim Absprung und Rückenwind. Das war irritierend leicht. Ja, bei der Landung ist hinten die Befestigung am Schuh weggesprungen. Sieht so aus, ja. Das konnte man sehen. Auch für ihn jetzt die Stufe 11. Halvor Ignar Granerud kann aber auch Richtung zweiter roten Linie fliegen. Das ist für den überhaupt kein Problem, weil er immer schön ruhig in der Luft liegt. Breit das V. Nee, diesmal nicht. Nicht ganz ran. An Grün, an die Führungsweite nicht. An 240 einigermaßen, so wie Geiger. Vorhin im Probedurchgang 244,5. Persönliche Bestweite, da hat er sich ein bisschen ans Knie gegriffen, weil er tief in die Hocke musste bei der Landung. Jetzt 235 Meter. Ja, jetzt habe ich das Gefühl, er war das erste Mal spät. Dieser kleine Impulsverlust fehlt ihm an überschießender Geschwindigkeit im zweiten Flugteil. Natürlich fliegt er super, fliegt er grandios, aber der letzte Turbo war jetzt nicht dabei. Er musste ja auch gestern diesen Fluch der weiten Sprünge verkraften, da wo es landen schwierig wird, da hat er es gestern nicht mehr gut hingekriegt und da Punkte verloren. Karl Geiger landete deutlich weiter oben im Hang und hat Führung für Deutschland. So schlimm war es dann doch nicht, aber fast halbiert der Vorsprung auf die Polen. Nur noch 21,8 Punkte. Jetzt Daniel André Tande zum Schluss der ersten Gruppe, der hier ein ums andere Mal zu guten, stabilen Flügen gekommen ist. Jetzt die Führung der Norweger hält. Ganz wichtig, dass sie da wieder hinkommen jetzt. Das war einigermaßen zu erwarten, dass 225,5 Meter für Tande die Norweger hier jetzt nach der ersten Gruppe wieder vornehmen. Er war hier ein bisschen früher, aber er geht sehr gut mit dieser enormen kinetischen Energie um, die man auf der Skisprungschanze hat, wo man einen Anlauf runter beschleunigt, der Schwerpunkt da hinaus geschossen wird. Da muss man den richtig verstärken mit seiner Absprungbewegung und das hat er ganz gut hingekriegt. Fliegt deshalb auch
Auch man sieht es den Reaktionen ja an, dass ihnen das sehr, sehr viel bedeutet, dass der Tande hier zweimal zum guten Punktebringer wird, ganz am Anfang. Das ist die Aufgabe des Ersten. Die sie da noch zu bieten haben mit Eisenbichler und Geiger. Erst noch Johann André Forfang, dann ist die zweite Gruppe durch. Wieder der Norweger, der am wenigsten zu überzeugen wusste bisher. Hoch angesetzt, diese Flugkurve, und dann ist er nicht vorne. Dann sind sie wieder nicht vorne und dann haben die DSV Springer Flieger das Blatt schon wieder gewendet. 202,5 Meter für Forfang. Das war jetzt eine Schlüsselgruppe da, glaube ich, sagen zu können. Das war jetzt hochinteressant. Der großartige Skiflieger Forfang, der nicht seine Form findet, nicht seine Stärke ausspielen kann, hinterm Ski hängt und einfach nicht ins Gleiten kommt. Langsam wird in der Luft, das wird ihn maßlos ärgern. Das kann man erst ermessen, was die Leistung von Paschke da wert war in dem Durchgang. Auf jeden Fall, er schneidet hier sehr gut ab. Und Johann-André Forfang, Zweiter sind sie jetzt. Wie viel liegen sie zurück? 9,5 Punkte. Und er weiß es. Robert Johansson. Dann ist die dritte Gruppe fertig. Und wir sehen klarer, was gleich passieren muss. Für den zweiten Titel für den DSV. Wieder versucht da oben flach zu bleiben. Viel Tempo mitzunehmen, aber da lässt er doch ordentlich Meter liegen. Ordentlich Meter liegen. Und jetzt verlieren sie wieder die Punkte. Auf die Führenden, die Norweger mit Robert Johansson. 229,5 Meter nur. Ja, da kann er nicht so optimal verknüpfen, weil er ein bisschen länger warten muss, bis er wirklich seinen Körper auf die Ski legen kann, und das geht ihm unten im letzten Teil ab, und darum verliert er da entsprechend auch auf Eisenbichler, der eindeutig mehr Geschwindigkeit und mehr Zupf im letzten Teil hat. Ja, sie sind jetzt weiter hinter den Deutschen, der Abstand. So sieht's aus. Gestern hat der Granruit ja eine irre Weite vorgelegt, aber ist aber nicht gut gelandet und hat dann Punktabzüge bekommen. Das sollte ihm jetzt mit diesem verkürzten Anlauf nicht mehr passieren. Da sollte die Landung leichter fallen. Die Punkte kann er dann mitnehmen. Dass sie jetzt in Führung gehen, dürfte kein Problem sein. Wieder schön aufgemacht da oben. Schön landen muss er jetzt. Und dann immer noch so weit nach unten. Mit Landung diesmal. So, das ist nicht schlecht. Kompliment. Alexander Stöckel und Halvor Igna Granerud. Das ist noch nicht aus hier. Das ist noch nicht entschieden. 234,5 Meter mit den ganzen Bonuspunkten für den verkürzten Anlauf nach dazu. Und die guten Noten diesmal. 19,5, dreimal bleibt in der Wertung. Das ist schwer zu toppen für Karl Geiger. Absolut verdient, absolut verdient. Der Bursche hat Nerven, der hält den Druck stand. Der spielt mit seinem Trainer, der ihn da wirklich in eine schwierige Situation bringt. Großartiger Flug, super Landung. Und wieder top, weit vor allen Dingen auch. Unter den Bedingungen. So, und jetzt hat Stefan Horngacher, der deutsche Cheftrainer, seinerseits einen Schachzug gemacht. Es bleibt immer noch bei einer Verkürzung gegenüber der Jury Anlauflänge zuvor. Aber er ist um eine Stufe wieder raufgegangen im Vergleich zu Granerud. Norwegen, jetzt können sie endlich jubeln. Sie haben den Titel verteidigt, diesmal anders als gestern. Diesmal verteidigt Alexander Stöckel, hat da oben den Poker für sich entschieden. Und Norwegen.